You hate what you see when you look in the mirror. Als damals die Diagnose mit der Skoliose kam, habe ich mich immer gefragt, warum passiert das mir? Ich hatte Wundestellen, blaue Flecken, Rötungen, Schmerzen. Das können die doch nicht von mir verlangen, dass ich darin jetzt, ja, lebe. Ich bin Elisabeth, ich bin 19 Jahre alt und ich habe jahrelang ein Korsett getragen, weil ich eine Skoliose habe. Ich würde sagen, dass ich schon sehr viele Hürden hatte und Schwierigkeiten, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Jugendlichen und sehr schnell auch lernen musste, erwachsen zu werden. Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, die dann auch auf den gesamten Körper Auswirkungen haben kann, beispielsweise auf die Organe dann auch oder auf die Lunge. Hier sieht man meine Skoliose sehr gut auf diesen Bildern. Bei normalen Menschen, die 0 Grad hätten, wäre der Rücken ganz gerade. Ich habe hier 38 Grad im oberen Bereich und im unteren Bereich 32 Grad. Heute gehe ich noch zur Physio, wie jede Woche, da freue ich mich auch schon drauf. Dann kommt später noch meine gute Freundin Florina, die hat auch eine Skoliose. Und gleich kommt meine Mama und ja, die ist für mich auch eine sehr wichtige Person, weil die mich immer auf meinem Weg mit der Skoliose begleitet hat. Also die Beziehung zu meiner Mama ist sehr gut. Ja, sie war immer sehr gut, aber durch die Zeit, in der es so schwierig war mit der Skoliose, ist die Beziehung auf jeden Fall enger und tiefer geworden. Und wir, ja, können uns alles eigentlich erzählen und stehen uns sehr, sehr nah. Als meine Mutter meine schwere Skoliose entdeckt hat, war ich 13 Jahre alt. Also ich hatte immer eine leichte Skoliose, aber ich habe mir da nie Sorgen drüber gemacht. Ich habe das nie als etwas Schlimmes empfunden oder etwas, was später ein Problem für mich werden kann. Und ich hatte überhaupt keine Schmerzen, keine Einschränkungen. Dann war es so, dass wir im Urlaub waren und meine Mama mich im Bikini gesehen hat und meinen Rücken gesehen hat und sehr erschrocken war. Ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, aber sie hat direkt gewusst, okay, da ist was falsch, da hat sich was verändert. Und da habe ich sofort gesehen, dass da so eine Rippe vorspringt. Das ist mir sofort aufgefallen und da habe ich sofort gewusst, da ist etwas nicht in Ordnung. Aber ich konnte mir natürlich noch überhaupt nicht vorstellen, wie das mein Leben verändern wird. Dieser Ordner zeigt quasi, ja, meine ganze skoliose Geschichte von Anfang bis Ende. Jeden Arzttermin, jede Notiz, alle Sorgen und Hoffnungen und Glücksmomente, aber auch schwierige Momente. Nach dem Urlaub sind wir direkt zum Orthopäden gegangen. Die Orthopädin hat meine Skoliose festgestellt und sie war total erschreckt, genauso wie alle anderen, die meinen Rücken gesehen hatten, wie schief ich geworden bin und wie stark meine Skoliose bereits ausgeprägt war. Dann wurden wir überwiesen zu einem anderen Arzt. Der hat dann ein Röntgenbild gemacht und hat mir direkt erklärt, dass ich die nächsten Jahre ein Korsett tragen muss, 23 Stunden am Tag, dass ich Physiotherapie machen muss und dass ich in eine Klinik muss. Und für mich als 13-Jährige war das ein totaler Schock, weil man sich natürlich nicht vorstellen kann, 23 Stunden am Tag ein Korsett zu tragen. Ich weiß noch genau, ich saß weinend in der Praxis. Der Arzt war sehr gefühlskalt und ist nicht auch wirklich auf mich eingegangen. Meine Mama ist dann rausgerutscht. Ja, haben Sie denn gar kein Mitleid mit meiner Tochter? Er meinte dann, dass er sich kein Mitleid leisten könnte. Meine Mutter hat, glaube ich, einen speziellen Blick, was Skoliose und den Rücken angeht, weil sie selber Skoliose hatte. Meine Mutter hat damals auch sehr schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, leider. Ihr wurde mit 6 Jahren gesagt, dass sie später einen Buckel haben wird und dass sie Schmerzen haben wird und niemals richtig leben oder arbeiten können wird. Dadurch, dass es meiner Mutter heute sehr gut geht und dass sie keinen Buckel hat und ganz normal arbeiten kann, ein schönes Leben führen kann, hat sie einfach, glaube ich, sehr früh gemerkt, dass man sich auch frei machen kann von diesen
Drohungen von Ärzten und dass man für sich selbst auch gucken muss, was das Beste ist. Die zweite Ärztin, die wir aufgesucht haben, war sehr von Operationen angetan. Eine Operation wäre so, dass man Stäbe in den Rücken gesetzt bekommt zur Begradigung der Wirbelsäule. Der letzte Arzt, den wir aufgesucht haben, bei dem sind wir immer noch. Ich bin sehr glücklich, dass ich endlich einen Arzt gefunden habe, der mich als Patientin sieht und unterstützt. Ich habe mich für die Korsettbehandlung entschieden und für die Physiotherapie. Also ich habe gedacht, okay, was ist überhaupt dieses Korsett? Was soll das jetzt machen? Das können die doch nicht von mir verlangen, dass ich darin jetzt ja lebe, dass ich also 23 Stunden am Tag ist unglaublich viel Zeit. Ich hatte wunde Stellen, blaue Flecken, Rötungen, Schmerzen. Also das Korsett versucht an den Punkten, meine Wirbelsäule in die richtige Richtung zu drücken. Also damit sie wieder gerade ist und von der Verkrümmung in die Gerade kommt. Es fühlt sich ja total unwirklich an, dass ich das so lange Zeit eigentlich fast dauernd getragen habe. Dann denkt man, okay, man hat eine Stunde, wo man es nicht anziehen muss, aber in Wirklichkeit ist es dann fertig. Dann geht man einmal duschen und dann ist die Zeit schon weg. Das kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen, daran schlafen zu können. Und als du das erste Mal nachts ich die Tür zugemacht habe und wusste, du schläfst jetzt die ganze Nacht da mit dem Korsett, da habe ich geweint. Das hat mich unheimlich traurig gemacht. Meine Familie wusste das, aber sonst wussten es nur meine engsten Freundinnen, weil ich mich damals total geschämt habe dafür und es irgendwie ja immer versteckt habe. Wenn ich damals zur Schule gegangen bin, habe ich versucht, möglichst viele Sachen übereinander zu ziehen, damit man das Korsett nicht sieht. Also vielleicht so ein Pulli hätte ich angezogen und darüber noch eine Jeansjacke oder eine Lederjacke mit einem Schal oder im Winter natürlich noch einen dicken Mantel. Dann hätte ich vielleicht sowas angezogen. Das ist sehr gut, weil es einfach sehr, sehr lang ist. Da sieht man eh dann gar nichts drunter eigentlich. Dann hätte ich das versucht, hier ganz zuzuknöpfen, damit man oben auch nichts von den Schnallen hier sieht. Natürlich findet man Jungs dann irgendwann interessant und attraktiv und man ist vielleicht verliebt in jemanden. Ja, ich habe mir dann auch einfach immer gesagt, nee, das ist nicht das, was die Jungs wollen. Die wollen ja nicht irgendein Mädchen, was ein Korsett trägt und Probleme hat und irgendeine Krankheit hat, sondern die wollen ja irgendwie, also so ein befreites, glückliches, junges Mädchen und das war ich halt einfach nicht. Also wenn ich morgens zur Schule gegangen bin, habe ich eigentlich schon immer gehofft, dass heute es keiner merkt und dass mich keiner versucht zu umarmen, wenn ich in die Klasse komme. Von Mitschülern gab es schon teilweise blöde Kommentare. Die haben wahrscheinlich damals nicht drüber nachgedacht, was das für mich bedeutet. Ein Mitschüler hat mich zum Beispiel immer das Skelett genannt, weil mein Korsett so hart war und hat immer gesagt, ach, da kommt das Skelett wieder. Das hört sich vielleicht lustig an und nicht schlimm, aber für mich war das damals schon schlimm. Ich habe mich schon oft so gefühlt, als würde ich etwas verpassen, weil ich mich auch einfach selber sehr stark eingeschränkt habe. Ich habe beispielsweise dann Verabredungen mit Freundinnen oder Partys oder so abgesagt. Aber ich wollte mit Korsett auf keinen Fall hingehen, weil ich mich dann einfach unwohl gefühlt habe. Und ich glaube, dadurch habe ich schon Sachen verpasst, die vielleicht schön gewesen wären. Was sehr schwierig für mich war am Anfang, meinen Körper nicht als Feind zu sehen. Meine Mutter konnte mir sehr viel helfen, was meine Skoliose angeht und mein Körpergefühl, weil sie mir das immer vermittelt hat. Das macht dich nicht irgendwie anders oder krank oder verändert nichts für andere und es sollte genauso auch nichts für dich verändern. Ich musste zweimal die Woche zur Physiotherapie damals und jeden Abend die Übungen zu Hause machen. Ja. Mittlerweile gehört das einfach zu meinem Alltag und ich gehe hier gerne hin. Ich habe einfach die Übungen in meinen Alltag integriert. Hier in der Physiotherapie mache ich Schrot.
Das ist eine bestimmte Atemtechnik, innerhalb der man die Wirbelsäule wieder versucht, in die gerade Richtung quasi zu atmen. Sie macht das sehr, 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 sehr gut auf jeden Fall. Egal bei welchen Temperaturen, sie hat das Korsett getragen, sie macht ihre Übungen vorbildlich, deswegen sieht es ja auch genau so aus. Ich würde gerne heute noch einmal mit dem Skoliometer messen. So, dann gucken wir mal. So, 11 Grad haben wir jetzt in der Brustwirbelsäule. Hey, und 3 Grad, 4 Grad in der Lendenwirbelsäule. Also wir haben gerade mal einen Rotationswinkel gemessen von der Wirbelsäule, weil die Wirbelsäule nicht nur nach rechts und links quasi gekrümmt ist, sondern auch in sich verdreht ist. Aber da wir es geschafft haben, durch lange Zeit die Korsettversorgung, beziehungsweise ja jetzt nicht mehr die Korsettversorgung, den Wert stabil zu halten und in der Rotation sogar zu verbessern. Das sind das super Werte, kannst du nicht sagen. Ich war damals einmal in der Woche in einer Kunstwerkstatt eine Stunde und dort musste ich dann das Korsett nicht tragen. Das war dann wirklich der Ort, wo ich irgendwie total aufgeblüht bin. Konnte auch mal kurze Sachen anziehen und ausgeschnittene Sachen und da war ich immer total glücklich. Ich habe damals auch in der Kunstwerkstatt meinen ersten Freund kennengelernt. Für den war das, glaube ich, erstmal etwas seltsam, dass ich immer in der Kunstwerkstatt so offen und selbstbewusst gewirkt habe. Und ja, dann als er mich so irgendwann ja mit Korsett auch kennengelernt hat, war ich dann natürlich ganz anders. Irgendwann habe ich es ihm dann aber gesagt und mich getraut und ja, also für ihn war das überhaupt kein Problem. Irgendwann in der 9. Klasse habe ich dann den Entschluss auch mit ein paar Lehrern gefasst, dass ich doch jetzt mal ja, der ganzen Klasse wirklich sagen sollte, ja, was los ist und dass ich ein Korsett trage und eine Skoliose habe. Weil es einfach für mich der erste Schritt war, ja, mit Korsett so selbstbewusst auch zu sein und mich vor die Leute zu stellen und denen das zu erzählen. Dann habe ich gedacht, okay, das war's jetzt und wollte mich wieder hinsetzen und auf einmal hat wirklich jeder irgendwas gefragt und irgendeine Geschichte erzählt und mich irgendwie gelobt und gesagt, boah, wir finden das so mutig und toll von dir und ich war einfach ja, so erfüllt davon, dass ich mich getraut habe und dass die Leute einfach auch so positiv reagiert haben. Wir treffen jetzt gleich Florina und die ist mir sehr wichtig, weil sie mich durch meine ganze Skoliose-Geschichte begleitet hat und auch Skoliose hat und unsere Freundschaft einfach ja, sehr viel bedeutet. Andere Betroffene haben für mich eine sehr große Rolle gespielt. Meine Mutter hat damals, als die Diagnose kam, sich erinnert, dass eine Mutter auch von einer Tochter erzählt hat, die ein Rückenproblem hatte. Ja, dann hat sie den Kontakt vermittelt und so ist unsere Freundschaft entstanden. Und ich bin unglaublich dankbar, dass meine Mama sich noch daran erinnert hat und wir uns gefunden haben. Sie konnte mich natürlich auch total beruhigen und mir Angst nehmen, weil sie das ja schon alles kannte und durchlebt hat. Und dadurch haben wir so eine unglaublich starke Verbindung einfach durch diese Zeit bekommen. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Freundschaft. Für mich war sofort klar, ich muss dich sofort anrufen. Und ja, hatte ich auch so ein bisschen Einfangen, weil ich weiß ja genau selbst, wie das ist, wenn du einfach in dieser Situation bist und du wirst erstmal so ins kalte Wasser geschmissen. Und ja. Ja, das hat mir so geholfen. Je mehr Leuten ich es erzählt habe und offen war, desto besser wurde es und desto besser konnte ich es auch für mich mit der Skoliose umgehen und mit dem Korsett. Das Korsett durfte ich an meinem 17. Geburtstag abnehmen, weil ich ausgewachsen war. Und ja, das war einfach ein unglaublich schöner Tag. Ich hatte
viele Gäste, weil mein Geburtstag war und konnte irgendwie mit allen zusammen feiern, dass ich jetzt nicht mehr mein Korsett tragen muss und konnte alle umarmen, ganz ohne, dass man irgendwie, ja, so beschränkt war durch diese Plastikschale. Man konnte mit allen feiern, dass diese Zeit, die so schwierig war, aber auch toll war, weil ich einfach so viele Menschen kennengelernt habe, so viele Erfahrungen gesammelt habe und so viel Selbstbewusstsein und Stärke dazu gewonnen habe, dass das jetzt vorbei ist und dass jetzt eine neue Zeit kommt. Und das war irgendwie so ein ganz besonderer Tag. Ich habe immer noch eine Skoliose, aber ich kann sehr gut mit dieser Skoliose leben. Ich muss natürlich auf mich und meinen Körper achten und darf jetzt nicht meine Skoliose stark belasten, aber ich glaube, ich kann mit der Krankheit sehr gut leben. Als damals die Diagnose mit der Skoliose kam, habe ich mich immer gefragt, warum passiert das mir? Ja, ich habe darauf insofern die Antwort gefunden, dass man durch solche Zeiten auch so unglaublich wächst und so viel mitnimmt und Stärke und Selbstbewusstsein bekommt und ja, das so wichtig ist fürs Leben. Die schwierigste Zeit meistens auch die wichtigste ist und die, wo man am meisten draus lernt. Wenn euch diese Doku gefallen hat, dann freue ich mich über eure Likes und Kommentare. Abonniert doch True Doku und schaut mal bei den Reportern vorbei. Die haben eine Doku über Exoskelette gemacht.